Ja, und ich habe jetzt quasi zwei Kriterien, muss ich jetzt manuell ein bisschen nachbearbeiten bei meiner Liste, weil es ja doch im B2B ein bisschen komplexer ist. Denn es gibt Frauen, es gibt Männer, es gibt Personen, mit denen bin ich bereits per Du, die sind noch nicht meine Kunden. Es gibt Personen, mit denen bin ich bereits per Du, die sind meine Kunden. Und es gibt Personen, die sind meine Kunden, mit denen bin ich immer noch per Sie, weil sie das einfach so wollen. Und es gibt Interessenten oder Firmen, die oder Kontakte, die sind noch nicht meine Kunden sind und mit denen bin ich auch per Sie. Ja, und das muss man natürlich alles in den Bulk-E-Mails damit ein, muss man natürlich dann separat versenden. Also ich habe jetzt letztendlich noch nicht meine Kunden oder ehemalige Kunden und per Sie habe ich jetzt 48 raus. Und das Schöne ist halt eben, ich habe jetzt natürlich jetzt die manuell rausgepickt. Es lohnt sich auch bei mir. Also mein Kundenwert ist quasi im Durchschnitt so um die 60.000 Euro. Das heißt also hier mal ein bisschen manuelle Arbeit zu machen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, wir bewegen uns hier im Enterprise-Bereich. Sowohl die Dienstleistung meiner Kunden als auch meine Dienstleistung. High-End in der Regel. Und von daher lohnt sich da auch mal, sagen wir mal, Automatisierung nur so weit zu nutzen, wie es eben sinnvoll ist. Aber in dem Fall haben wir jetzt zum Beispiel hier das Stück Automatisierung, wo wir jetzt hier machen können. Beim Pipedrive einfach super easy, sich einfach das rauszusuchen. Jetzt sage ich an Mailingliste senden. Also dann geht hier rechts so ein Fenster auf, aber das erstmal einfach kannst du in der Regel eigentlich erstmal ignorieren, denn das dient nur der Balkänderung. Also wenn ich jetzt sagen würde, bei diesen 48 Kontakten möchte ich gerne die Telefonnummer ändern, die E-Mail ändern, die Organisation oder irgendwas im Balk ändern. Ne? Deswegen Massenbearbeitung, das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ja? Das könnte ich jetzt auch wegklicken. Hier unten sehe ich 48 Kontakte bearbeiten auf einen. So, und dann gehen wir hier einfach an Mailliste, die wir unten per Klick ausgesortiert haben. Es waren insgesamt 53 Kontakte in der Tat. Und dann sehen wir die hier nochmal, ob die auch alle in Ordnung sind. Die werden sind quasi nochmal geprüft. Und dann gehe ich hier ganz einfach mit einem Klick bei meiner E-Mail-Vorlage hier. Sie, Thomas Klein, wünscht frohe Weihnachten. Also habe ich mir hier quasi die Wiedervorlage fürs bevorstehende Feiertage wünschen wir dir und deinen Lieben von ganzem Herzen. Müssen wir hier. So, das muss ich noch quasi in Sie umwandeln. Wünschen wir wünschen wir Ihnen und Ihrer Lieben von ganzem Herzen. Für schöne Erinnerungen, für friedliche Schwingen. Das ist immer dieses, in Deutschland dieses mit Sie und Du. Ich hasse das. Und dann am besten noch vermischen mit Sie, aber Vorname. Das ist so wie in der Schule, ja, wo dann unsere Lehrer uns das sozusagen den Vornamen angeboten haben, aber wir sind trotzdem noch beim Sie geblieben. Und ja, bravo Deutschland, ja, noch komplizierter geht es nicht. Ne? Das ist das eine der Dinge, die ich absolut vermisse aus England und Amerika, wie ich da gelebt habe. Also da war halt einfach you, 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 ne? Und fertig, Ausschluss. Ja? Und jeder nennt den anderen beim Vornamen, egal wer. Egal wie star, wie, welche Hierarchie oder welche Chefetage, ne? Da sagt jeder John, Jim und Andrew. Ja? Das ist halt einfach viel, viel simpler. Also. Und jetzt hauen wir das mal raus. Müsste eigentlich alles passen soweit. Ganz schnöde, simple E-Mail. Vier Sätze. Meine Signatur. And that's it. Ja, kein Call to Action, gar nichts. Ja, einfach nur kurz. Mein Name Thomas Klein wünscht frohe Weihnachten. Einfach nur eine ganz kurze Erinnerungs-E-Mail am 23. Dezember. Müsste soweit alles klappen. Auf die Gefahr hin, dass vielleicht ein oder zwei E-Mails nicht mehr funktionieren, weil es jetzt schon eine ältere Liste ist und es ist einfach, ja, weil sich andauernd was ändert, ganz ehrlich gesagt. Also, ich habe langsam das Gefühl, dass es keine Führungskräfte mehr gibt, so in zweiter, dritter Etage, die irgendwo noch recht viel länger sind wie 2 bis 3 Jahre, aber gut. Das war's. Bis dann. So, wir sind jetzt soweit. Wir versenden es hier an 53 Nachrichten. Zack, raus damit.
Und wenn du jetzt halt sagst, okay, das Thema Pipedrive interessiert mich näher, dann kannst du natürlich dir zum einen hier kostenlos für einen Monat lang dieses System angucken. Hier unten unter dem Video findest du einen Link, beziehungsweise über dem Video, je nachdem, wo du das Video gerade siehst, auf LinkedIn oder YouTube oder auf Facebook oder Instagram oder auf TikTok. Und ansonsten kannst du gerne bei mir bei meiner Webseite vorbeischauen, klein-marketing.com, meine Agentur-Webseite oder meine Berater-Webseite. ThomasKlein.consulting und dort gerne auch mit mir einen Termin unverbindlich vereinbaren. Dann können wir mal schauen, was so aktuell deine Herausforderungen sind und ob bei dir auch jetzt schon ein CRM-System bzw. sowas wie HubSpot oder Pipedrive oder auch was anderes, Marketing Automation Tool, ja, Clicktip, Active Campaign Sinn macht und in welchem Ausmaß es Sinn macht, dort schon mal in diese Tools zu investieren. Dann melde dich bei mir, gib ansonsten Video einen Daumen hoch, damit du auch sonst kein Video verpasst zu diesen Themen, wenn noch einige mehr Videos kommen in Zukunft. Und ich freue mich da auf jeden Fall auf dich, wenn du hier beim YouTube-Kanal dabei bleibst und dabei bist. Dann wünsche ich dir schon mal schöne Weihnachten. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao. Hallo, mein Name ist Josef Seibel und ich entwickle seit über 20 Jahren professionelle Software. Meine größten Herausforderungen vor der Zusammenarbeit mit Thomas waren, wie ich mich auf eine Branche spezialisiere, wie ich da eine Nische finde und wie ich in dieser Nische verlässliche Kundenanfragen generiere. Bisher habe ich Aufträge aus verschiedenen Branchen angenommen und Kunden ausschließlich durch Weiterempfehlungen bekommen und somit auch einen breiten Bereich abgedeckt, aber nie wirklich ganz spezialisiert auf eine Nische. Seit der Zusammenarbeit habe ich eine Branche gefunden, in welcher es genügend potenzielle Kunden gibt und ich weiß, wie ich meine Firma skalieren kann. Die Kommunikation mit Thomas ist sehr gut. Thomas hat immer auf wichtige Themen sehr zeitnah geantwortet und hat mich nie hängen lassen. Für die Beratungsleistung kann ich Thomas auf jeden Fall empfehlen.